Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Heute habe ich wieder ein Adventskalender-Unboxing für euch und zwar vom Goodiebox Adventskalender. Ihr seht ihn hier einmal stehen, gleich in doppelter Ausführung. Was das wohl zu bedeuten hat, erzähle ich euch gleich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Der Goodiebox Adventskalender kostet 99,95 € für alle Goodiebox-Mitglieder und für alle Nicht-Mitglieder, also diejenigen, die die Box nicht im Abo haben, 119,95 €. Das ist eine ordentliche Hausnummer, ich weiß, aber er soll auch einen Gesamtwarenwert von 460 € haben. Das ist enorm viel. Ich bin gespannt, mit welchen Produkten Sie das so umgesetzt haben. Ich habe im Presale sogar nur 89,95 € für den Kalender bezahlt und ich habe mit meinen Goodie Points noch einen zweiten Kalender bestellt. Den seht ihr da schon stehen. Da habe ich die Banderole schon abgemacht. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr über meinen Link euch die Goodie Box geordert habt, denn nur dadurch konnte ich so viele Punkte sammeln, dass ich jetzt hier zwei Kalender stehen habe und einen komplett Kalender werde ich jetzt auch in diesem Video verlosen. Was ihr dazu tun müsst, schreibe ich euch natürlich alles wie gewohnt in die Infobox unten rein. Grundsätzlich gilt, Abonnent meines Kanals zu sein, meinem Video einen Daumen nach oben zu geben und mir einen lieben Kommentar zu schreiben und dort verwendet ihr auch bitte den Hashtag Goodiebox, damit weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet. Diesmal wird es auch eine zweite Gewinnchance geben und zwar über Instagram. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt, den Link, ich verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox, meinen Instagram-Kanal. Da könnt ihr unter meinem Goodiebox-Post zu diesem Kalender auch nochmal mit teilnehmen und dann habt ihr eine doppelte Gewinnchance. Wir kommen jetzt aber endlich mal zum Kalender und er kommt hier so bei euch zu Hause an mit einer Banderole herum und die ist im Petrolblau und ich liebe diese Farbe. Ihr seht es an meinem Hintergrund und ich habe heute auch extra diesen Pullover angezogen. Hier steht drauf, The 24 Days of Your Self-Recharge Time Advent Calendar. Ich finde es total schön. Es geht ja bei der Goodiebox auch immer darum, sich selbst etwas Gutes zu tun, sich Me-Time zu gönnen. Und genau das haben sie auch sich zum Thema für diesen Kalender gemacht. Die Banderole kann man abmachen und dann sieht der Kalender einmal so aus. Und damit ihr euch jetzt nicht wundert, wenn die Banderole drumherum ist, dann ist hier dieser Aufdruck drauf. Und wenn man es auspackt, stellt man sich das Ganze so hin. Damit wird er etwas höher von der Größe. Es ist ein Schubladenkalender und die Schubladen beinhalten kleine Boxen. Das finde ich total schön. Es ist auch ja passend zur Goodiebox, denn die Boxen jeden Monat kommen ja auch im Schubladendesign. Ich habe schon mal geguckt, diese Höhe von dem Kalender ist insgesamt ein Tickchen höher, als wie wenn man drei Goodieboxen übereinander stellen würde. Das heißt, der Kalender wird jetzt leider nicht mit in mein Regalsystem passen, aber ich werde da ein schönes anderes Plätzchen für finden. Er ist vom Farbton her so beige gehalten, ziemlich schlicht, aber irgendwie auch edel und es gibt einem die Möglichkeit, sich den Kalender so zu gestalten, wie man möchte. Und dann hat er hier so kleine Schlaufen dran, um sich um die Schubladen aufzuziehen. Und dann hat man wieder das Besondere, dass die einzelnen Schachten in diesem schönen Petrolblau wieder sind. Das gefällt mir doch sehr gut und das ist irgendwie sehr edel vom Gesamtdesign her und das mag ich einfach sehr. Ich habe jetzt hier einmal die oberste Schublade komplett herausgenommen. Das ist auch die schmale Schublade. Die anderen sind etwas tiefer und das sieht einfach sehr schön aus mit diesem Wellenmuster. Und hier haben wir nämlich auch die 1 drin und die nehmen wir jetzt einmal raus und packen die direkt aus. In der Nummer 1 haben wir eine Tube drin und sie ist hellblau von der Marke La Rosée. Ein Gesichtspeeling ist das mit Bio-Aloe Vera. Das finde ich schon mal einen sehr schönen Start. Ich mag Gesichtspeelings, wobei ich im Moment auch verstärkt welche mit Säuren verwende. Das ist eine Marke aus Frankreich und sie enthält nur 97% natürliche Inhaltsstoffe. Der Rest wird für die Haltbarkeit sein. Ich finde, das ist ein schöner Start und ich glaube, ich mag da mal dran riechen. Das hat einen schönen frischen Geruch. Oh, das ist ein Gel mit so blauen Kügelchen drin. Das sieht spannend aus. Es ist ein, ja, es hat kleinere und gröbere Peelingkörner drin. Die blauen, die sind so etwas feiner. Und dann sind da aber auch noch weiße Peelingkörner drin. Das könnte vielleicht Salz sein. Ich bin mir nicht sicher. Es fühlt sich aber ganz angenehm an und durch das Gel auch irgendwie
fast pflegend. Es macht einen guten ersten Eindruck und ich freue mich drauf, das zu verwenden. Die Schachtel vom 2. Dezember ist aus der mittleren Schublade und etwas größer als die erste. Und da haben wir eine Flasche drin von der Marke Beaver Professional. Ein Hydro-Nutriv Moisturizing Shampoo, also ein feuchtigkeitsspendendes Haarshampoo. Das finde ich total super. Und 60 Milliliter haben wir hier drin. Damit wird man das Produkt ziemlich gut testen können, denke ich. Bin da gespannt drauf. Von der Marke Beaver habe ich noch nicht so viel getestet. Das riecht leicht frisch, blumig, aber dezent. Ich rieche jetzt nicht wirklich viel. Ich weiß nicht, ob da nochmal was versiegelt ist. Nee. Ja, es ist irgendwie ein fruchtig frischer, aber auch irgendwie kräuteriger Geruch. Ich kann den irgendwie noch gar nicht zuordnen. Ich werde es dann sehen, wenn ich es ausprobiere. Wir sind beim 3.12. und da klappert es so ein bisschen drin. Ich sehe eine Tube, sie ist silber und von der Marke eCooking. Cool. Von eCooking habe ich gerade frisch in Anwendung einen Fußbalsam. Das ist der beste, den ich je hatte. Und hier haben wir jetzt aber einen Multibalm, also ein Produkt, was man sehr wahrscheinlich dann für verschiedene Dinge verwenden kann, wie raue Ellenbogen, spröde Lippen, was auch immer. Es ist fragrance-free, also ohne Duftstoffe und es soll extrem Feuchtigkeit spenden und ist hier stets für trockene Haut und Lippen geeignet. Das finde ich total super. Es ist mit Bio-Arganöl und Olivenöl und 50 Milliliter haben wir hier in der Tube drin. Und ich finde, die sieht auch speziell aus hier mit diesen. Ja, das ist wie so angeschliffen, diese Optik. Das gefällt mir total gut und ich schätze diese Marke einfach total sehr gern, weil dieser Fußbalsam so toll ist und darum freue ich mich jetzt immer über jedes Produkt, was ich von dieser Marke in die Hände bekomme. Die Nummer 4 ist im Vergleich zu den bisherigen ziemlich klein, aber relativ schwer. Und da sehe ich eine kleine Schachtel drin. Sie sieht so aus, so rosé-gold-schwarz gehalten. Von Real Her, ein Be Yourself Be Real Her Moisturizing Lipstick. Ein Lippenstift. Das finde ich schön, dass wir auch dekorative Kosmetik in dem Kalender drin haben. Und die Farbbezeichnung ist Be Yourself Be Real Her Deep Red. Ein tiefes Rot. Ich muss es mal aufschneiden und dann schauen wir uns den genauer an. Allein das Packaging finde ich mega klasse und hochwertig. Roségold, eckig gestaltet, es spiegelt ordentlich, aber es sieht sowas von edel und schön aus. Er ist auch ziemlich schwer, es liegt schwer in der Hand. Auch das macht ihn vom Eindruck her sehr hochwertig. Kein Magnetverschluss. Und ja, das ist so ein richtig schönes, sattes, dunkles Rot und den swatche ich euch einfach mal hier hin. Oh ja, das ist eine richtig tolle Farbe. Er wirkt hier jetzt deutlich heller als wie ungeswatcht, also so als Stift finde ich. Das sieht total irre aus. Ich denke mal, den werde ich demnächst mal in einem meiner Videos tragen. Das ist nämlich eine ganz tolle Farbe. Sie ist so ein bisschen, sie ist nicht zu warm vom Farbton her und das gefällt mir einfach sehr gut. Am 5.12. erwartet uns eine riesige Schachtel. Ich bin mega gespannt, was hier jetzt drin ist. Und es ist die Marke mit dem Schmetterling. Ich mag sie sehr, aber nicht nur wegen dem Schmetterling. Wir haben hier eine rosane Schachtel von der Marke Mikura. Pink Modeling Mask, also eine Maske ist das. Ein 2-Schritt-Mix-Kit ist das und enthält eine Peel-Off-Maske. Sehr schön. Sie soll straffen, regenerieren und Feuchtigkeit spenden. Das klingt spannend. Hier auf der Rückseite ist auch eine Abbildung, wie man sich das Ganze anrührt und anmixt und aufträgt und einwirken lässt. 20 bis 30 Minuten soll man sich allein für die Einwirkzeit nehmen. Sehr, sehr interessant. Mal schauen, was hier vielleicht noch irgendwo steht. Die Mikura Pink Modeling Mask bietet Ihnen das Erlebnis einer professionellen Gesichtsbehandlung in den eigenen vier Wänden. Diese Maske ist der ultimative Genuss für Ihre Haut. Hyaluronsäure, Aminosäuren und viele natürliche Inhaltsstoffe verleihen der Haut sofort eine feine und gleichmäßige Ausstrahlung. Glätten, regenerieren und straffen sie. Enthält einen Gelbeutel, Klammern B, einen Essenzbehälter, Klammern A und ein Spatel. Anwendung, entfernen Sie den kleinen obersten Abschnitt des Beutels und des Behälters und so weiter. Also da wird dann wirklich ganz genau
erklärt, wie man das Ganze dann in welcher Reihenfolge verwendet. Und wir schauen uns das mal hier noch etwas genauer an. Es ist hier noch in so einem Eindrückding. Und dann haben wir hier einmal dieses Sachet, was man hier oben dann öffnet. Und dann haben wir hier den eben erwähnten Spatel in einem passenden Pink. Den kann man sich dann auch super aufheben für andere Produkte. Ich denke zum Beispiel gerade an Cremes in Töpfchen, wo man nicht mit den Fingern reingehen möchte. Dann kann man das super damit rausnehmen. Und dann haben wir hier noch dieses Sachet mit einer rosanen Flüssigkeit. Da ist steht drauf Gel Push, also 2-Step-Mix-Kit steht da auch nochmal. Und hier auf dem anderen, das ist das, ja, Step A, das steht dann A mit drauf. Also wirklich ganz genau beschrieben. Und ich werde es ausprobieren und werde euch selbstverständlich gerne in einem Aufgebraucht-Video darüber berichten. Der Nikolaus ist eine ganz schmale Schachtel, richtig schmal, ich glaube die schmalste bisher. Und da haben wir eine Tube drin und sie ist Gold von der Marke Fix & Rouge. Das finde ich total schön. Ich habe schon einige Produkte von dieser Marke hier bei mir zu Hause, zum Beispiel auch Primer. Und die finde ich durchweg alle toll. Hier haben wir jetzt ein Serum, Wahnsinn. Ein Renew & Refine Pore Detox Revival Serum. Es soll Feuchtigkeit spenden, entgiften, das Hautbild verfeinern, das finde ich total klasse. 30 Milliliter sind hier enthalten und ich meine, wenn ich mir so die anderen Produkte ins Gedächtnis rufe, die ich hier bei mir schon habe, wird dieses Serum so bestimmt mindestens 30 Euro wert haben, weil die Marke ist nicht ganz günstig, aber das, was ich bisher ausgetestet habe, finde ich richtig toll. Darum freue ich mich darüber sehr und ich finde, ein Serum im Nikolaus ist mega klasse, ein schönes Highlight. Wir sind bei meiner Glückszahl der Nummer 7 angekommen und die fühlt sich recht leicht an und wir haben hier was Stoffiges drin. Socken! Wir haben hier von By Jen Gioielli One Size, okay. Das sind Glitzersocken, okay. Die fühlen sich ein bisschen kratzig an, jetzt so vom ersten Eindruck her. Aber sehen schön festlich aus, oder? Mal schauen, wie sie sich innen anfühlen. Ach, innen geht's. Innen ist irgendwie der Stoff anders. Ich glaube, von der Webart her ist es einfach so gemacht, dass hier außen dieser Glitter extrem zu sehen ist. Hier innen ist er deutlich weniger und deswegen denke ich, dass sich das innen etwas sanfter anfühlt. Ich mag Glitzersocken. Ich habe viele bunte Socken da, auch Glitzersocken und die kommen jetzt mit in mein Schränkchen. Die Schachtel vom 8.12. wölbt sich hier ein bisschen nach außen. Das Produkt hat hier scheinbar gerade so hineingepasst und da sehe ich eine Tube von Ivy Aya. Keine Ahnung, ob ich die richtig ausspreche. Wir haben hier eine Handcreme mit Kakaobutter und Vitamin E. Sie ist in einer umweltfreundlich recycelten Plastiktube abgefüllt, enthält kein Parfüm, ist für Allergiker geeignet und zu 100% vegan. Und diese Handcreme kommt aus Dänemark. 50 Milliliter sind hier in der Tube drin. Sie sieht ziemlich schlicht, aber irgendwie schön aus durch diese zwei Farben mit diesem Rosaton. Gefällt mir und mal schauen, ob ich sie behalte oder weitergebe. Gerade mein Bestand an Handcremes ist enorm riesig groß. Da muss ich immer schauen, was ich direkt vielleicht auch weitergebe oder nicht. Oder ich packe ja auch Adventskalender, vielleicht wird sie da einen Platz finden. Die Schachtel Nummer 9 ist eine der größten Schachteln, die wir bisher hatten, aber auch eine der leichtesten. Mal schauen, was hier drin ist. Und ich sehe ein Sachet. Es ist eine Maske, eine Lippenmaske von der Marke Starskin. Sehr schön. Die Dream Kiss Plumping and Hydrating Biozellulose Lip Mask. Und die finde ich richtig toll. Diesen Biozellulose-Stoff mag ich tausendmal lieber als diese etwas dickeren Gelmasken. Und die hier von Starskin hat auch so einen Schlitz in der Mitte. Dadurch ist sie einfach viel angenehmer in der Anwendung, weil der Mund nicht so komplett verschlossen ist. Ich finde die Wirkung ziemlich gut. Es ist eine der wenigen Lippenmasken, die ich gerne verwende. Die erste Zahl im zweistelligen Zahlenbereich haben wir jetzt hier und ich sehe etwas leuchtend Grünes. Okay, das ist jetzt das erste Produkt im gesamten Kalender von dem, was wir bisher ausgepackt haben.
was überhaupt nicht mein Ding ist. Wir haben hier so eine Haarklammer. Ich packe sie mal aus, damit es nicht zu sehr knistert und dann zeige ich euch die mal vom Nahen. Hier steht jetzt leider überhaupt nicht dabei, von wem dieses Produkt ist. Da muss ich dann mal hinterher recherchieren. Ich meine, hier auf der Banderole gesehen zu haben, dass da auf der Rückseite alle Produkte auch nochmal in Schriftform abgebildet sind und dann schaue ich dann mal nach. Die Optik ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben hier ein hübsches Muscheldesign und das Ganze in einem richtig schönen frischen Grün. Ich verwende solche Haarklammern aber nicht und ich kann mir diese Haarklammer auch überhaupt nicht in meinen Haaren vorstellen. Es gibt da aber eine Person, die würde sich da vielleicht drüber freuen und hier ist das eingedruckt. Sui Awa. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Marke ist, denn hier steht Sui Awa X Goodie Box. Also wird das speziell ein Produkt sein, was vielleicht auch, also hier steht es ganz witzig geschrieben, in Kooperation mit der Goodie Box extra für den Kalender hergestellt ist, das weiß ich nicht. Es wird dann darum wahrscheinlich auch schwierig sein, dafür einen Preis herauszufinden, aber ich werde mal suchen. Hier in der Nummer 11 klappert es ordentlich drin. Mal schauen, was hier drin ist. Hier kommt verschreckt die Packung nicht auf. Doch. Wir haben hier ein Produkt wieder aus dem Bereich der dekorativen Kosmetik von der Marke MCo Beauty. Ein Lipgloss ist das und der sieht irgendwie total schön aus. In so einem rosa Peach-Ton und Glitzer sieht man da auch noch. Und vom Packaging erinnert mich das von der Größe und von der Form sehr an Fenty Beauty Lipglosse. Wir werden ihn mal swatchen in jedem Fall. Gibt es hier noch eine Farbbezeichnung? Tickle. 6 Milliliter sind hier enthalten. Es ist hier nochmal so komplett eingeschweißt. Das muss ich mal auffriemeln und dann mal schauen, ob der vielleicht noch irgendwas duftet und wie das so geswatcht ausschaut. So, dann machen wir den mal auf. Das sieht ja ein bisschen fehlen. Es riecht süß. Lecker süß. Hat ein schön großes Füßchen und ich swatch euch den jetzt einfach mal hier hin. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Also es gibt kaum Farbe ab. Es ist eher ein transparenter Gloss. Und so aufgetragen. Doch, den Glitzer sieht man. Also wenn man genau hinguckt, sieht man die Glitzerpigmente. Das gibt bestimmt einen richtig schönen Reflex auf die Lippen ab. Ich werde es ausprobieren. Aber der Geruch ist toll. An irgendeine Süßigkeit erinnert mich das, aber ich kann euch nicht sagen, was. Wir haben Halbzeit und eine sehr schmale Schachtel wartet da auf uns. Und da haben wir einmal dieses Produkt von Sinstone. Da habe ich gerade eine Mascara in Anwendung. Die finde ich gar nicht schlecht. Hier haben wir einen Eyeliner Kohl Smooth and Creamy Texture. Und da sind 1,1 Gramm enthalten und das ist im Farbton Schwarz. Wir werden uns den mal genauer anschauen, aber ich denke nicht, dass ich den swatchen werde, denn ich habe ganz viele schwarze Eyeliner da und dann möchte ich den lieber weiter verschenken. Mal gucken, an wen. Es ist ein ganz normaler Stift-Eyeliner, so ein richtig schöner, normaler Kohl-Eyeliner. Kann man immer gebrauchen. Ich behalte oder habe aber für mich beschlossen, dass ich nur noch farbige behalte, wenn sie irgendwo in Boxen oder Kalendern sind, weil ich einfach extrem viele schwarze da habe. Und mal schauen, wer sich darüber freuen wird. Wir haben hier die Nummer 13 und da haben wir das Produkt drin von Phase Zero Desert Mirage, ein Highlighter. Cool, dann haben wir wieder etwas dekorative Kosmetik im Kalender. Bisher ein schöner Mix an pflegenden und dekorativen Schätzchen. Die Socken noch dazwischen und die Haarklammer. Ein toller Produktmix bisher. Mal gucken, wie das so weitergehen wird. Wir schauen uns jetzt aber erstmal den Highlighter hier an. Da bin ich jetzt total gespannt drauf. Das Packaging wirkt sehr hochwertig. Es ist aus Plastik, sieht schlicht aus und der Markenname ist da einfach so spiegelnd drauf. Total schön gemacht. Und der Highlighter ist ein toller, schöner Champagnerton. Im Deckel haben wir auch einen großen Spiegel und es sieht total klasse aus. Der sieht echt schön aus. Den werde ich euch auch einmal swatchen. Fühlt sich gut an, aber ist so ein bisschen pudrig, nicht ganz so cremig, wie ich es von anderen Highlightern auch kenne. Aber die Farbe ist total toll. Die ist richtig schön. Ja, hätte ich mir auch sehr gut jetzt für meinen heutigen Look vorstellen können. Es ist so ein mittlerer Ton, nicht zu hell, nicht zu dunkel. Gefällt mir sehr gut. Ich öffne die Nummer 14 und da haben wir einmal dieses Produkt drin. Das sieht total hübsch und hochwertig aus. Und das ist von Goodie Box selbst und
sehr hübsch gemacht, so metallisch, fliederfarben und in der Mitte dieser silberne Ring, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht, wie man es aufbekommt. Oh, man dreht hier und dann kommt da ein Sprühkopf heraus. Das ist sehr cool. Ist da vielleicht ein Duft drin? Nee, kommt nichts raus. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo aufmachen kann. Ah, wenn hier oben der Kopf rausguckt, kann man das herausziehen. Und dann entpuppt sich auch, was es eigentlich ist. Es ist ein Produkt, wo man sich sein Lieblingsparfüm zum Beispiel drin abfüllen kann für die Reise oder was auch immer. Und dann hat man das immer bei sich. Das finde ich total praktisch und schön und es sieht halt auch sehr hochwertig aus. Dann steckt man es wieder rein, dreht zu, fertig. Ja, sehr schön. Auch ein schönes Produkt, was ich mir vorstellen könnte, weiter zu verschenken, was einfach sehr schick aussieht. Und da fällt mir auch eine Person ein, die wird es bekommen. Mal schauen, ich habe nämlich sowas Ähnliches auch schon da. Ein schönes Produkt und auch nochmal was ganz anderes zu den anderen Dingen, die wir bisher im Kalender hatten. Wir packen jetzt die Nummer 15 aus und da haben wir wieder eine Tube drin. Die erinnert mich an eine von vorhin. Ja, fast. Von Ifi, Ifi Aya. Die Tuben, die sehen sich ein bisschen ähnlich aus vom Style. Youthlab Candy Scrub and Mask haben wir hier. Ein Peeling, was die Haut weich machen soll, peelen soll und hier Ausstrahlung schenken soll. Für alle Hauttypen und 50 Milliliter sind hier drin. Wir hatten doch vorhin schon ein Gesichtspeeling. Ja, von La Rosé, dieses hier. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal eins. Aber vielleicht ist das ja für den Körper. Ich lese mal kurz. Nein, es ist auch ein Gesichtspeeling. Hier steht für Gesicht und Hals und 5 Minuten soll man das quasi dann auch drauf lassen. Gut, es ist ein Peeling und Maske, unterscheidet sich dann schon ein klein wenig. Ich werde aber auch hier einfach mal, wo mache ich das hin? Einfach mal hier. Das sieht jetzt so cremig aus. Und es ist auch ein mechanisches Peeling. Also man spürt hier die Peelingkörnchen. Und jetzt schnuppern wir mal noch. Oh ja. Das riecht richtig schön süß. Das ist ein Peeling, was ich mir jetzt super für den Winter vorstellen kann. Da mag ich so süße Düfte ganz besonders. Schade finde ich, dass wir jetzt zwei so mechanische Peelings in dem Kalender haben. Da hätte ich mir alternativ lieber noch ein chemisches gewünscht oder dann noch lieber ein Körperpeeling. Das hätte es für mich einfach etwas runder gemacht. Die Nummer 16 fühlt sich wieder richtig leicht an. Obwohl es so eine große Schachtel ist. Ich glaube, hier ging es um die Länge des Produktes. Wir haben hier ein Beauty-Tool. Huch, hier ist, hier war noch dieses Netz mit drin. Das ist jetzt gerade schon abgegangen. Wir haben hier ein Produkt, das erinnert mich sehr an einen Pinsel, den ich schon habe. Ja. Der Pinsel ist von der Marke Nire und da habe ich einen in der gleichen Optik schon da. Allerdings ist das ein Puderpinsel und das hier ist ein Lidschattenpinsel. Wir schauen hier mal. 317 Luxe Eyeshadow, genau. Sehr schön. Ich finde den Puderpinsel nämlich total toll von Nire. Der ist richtig schön groß und fluffig und nimmt super Puder auf und verteilt es im Gesicht. Und dieser Lidschattenpinsel hier ist etwas größer, etwas flacher gebunden. Und ja, die Haare stehen jetzt ein bisschen ab. Das wird vom Transport sein, aber ich denke, das wird sich widerlegen. Und da kann man super bei einem Monolook zum Beispiel Produkt aufnehmen und das aufs ganze Lid verteilen. Ich finde die Optik total schön. Ich finde den toll und freue mich, dass ich da jetzt zwei von dieser Reihe bei mir zu Hause habe. Ist sie nicht süß, die Nummer 17? Ich glaube, das ist die kleinste Schachtel im gesamten Kalender. Mal schauen, was hier drin ist. Hier haben wir wieder etwas Dekoratives von der Marke Pies, ein Monolidschatten im Farbton Pink Pearl. Sehr schön. Das ist, ich mache es mal auf, ein schöner Farbton. Ich glaube, so ein ganz schöner als Topper vielleicht auch. Oder wenn man nur ganz soft etwas schminken möchte. Der sieht sehr schön aus, aber wenn es nicht ein Creme-Lidschatten ist, mag ich so Mono-Lidschatten nicht. Deswegen werde ich den hier auch weiter verschenken. Die größten Schachteln sind in dem Kalender irgendwie immer die leichtesten. Mal schauen, wir haben hier Wimpern drin. Von Faux für, keine Ahnung, 3D Faux Mink Lashes. Und die sehen total hübsch aus. Und handgemacht steht da noch drauf. Und vegan freundlich.
Die sind wirklich richtig schön. Sie haben so unterschiedliche Längen, die einzelnen Haare. Es sieht nicht zu drüber aus. Ich könnte mir gut vorstellen, sie auf meinen Augen zu tragen, aber ich habe mich bisher immer noch nicht an so falsche Wimpern rangetraut. Also ihr habt mich auch noch nie in einem Video mit falschen Wimpern gesehen. Vielleicht sollte ich das unbedingt doch auch mal nachholen. Vielleicht sollte ich sie mal ausprobieren. Mal schauen, ich werde mir das Ganze überlegen. Die Nummer 19 fühlt sich auch schon wieder gut ausgefüllt an. Also man hat hier kaum Spielraum bei der Schachtel. Genau darauf hoffe ich bei Boxen und Kalendern, dass da etwas von der Marke Avon drin ist. Und hier haben wir ein Produkt, das kenne ich auch. Das ist der Duo Moisturizer. Er enthält Hyaluronsäure und wirkt antioxidativ. Enthält 50 Milliliter und den habe ich gerade frisch in Kombination mit der Nachtpflege von Avon auch aufgebraucht. Das könnt ihr euch in meinem Aufgebraucht-Video auch ansehen. Da habe ich meine Meinung zu bekundet. Es ist eine mega tolle Marke. Sehr hochwertig, sehr angenehm auf der Haut, sehr verträglich. Sie duftet sehr angenehm. Es ist ein schöner, blumiger, femininer Duft, aber nicht zu drüber. Es ist so ein Duft, den riecht man gerne, wenn man sich etwas aufs Gesicht gibt. Und die Pflege ist einfach optimal. Meine Haut war wirklich richtig gut mit Feuchtigkeit versorgt. Ich bin so happy, dass ich jetzt so zeitnah schon dieses Produkt wieder in einem Kalender habe, dass ich das dann wieder in meinem Backup habe. Denn es ist wirklich einfach mega klasse, aber extrem teuer. Diese Tagespflege hier kostet, je nachdem, wo man so schaut, auf den Shopseiten so um die 110, 15 Euro, meine ich. Ich würde es mir darum niemals selbst einfach so kaufen und hoffe eben darum, dass es in Boxen oder so drin ist. Ich bin mega glücklich. Allein für dieses Produkt hat sich der gesamte Kalender für mich mega gelohnt. Wir sind auf der Zielgeraden. Und hier ist ein Säckchen drin mit Punkten drauf. Ganz hübsch. Von Moshi Moshi Mind. Da habe ich einen Jade-Roller mal in der Goodie-Box gehabt. Und hier ist ein Produkt drin, was dem sehr ähnelt. Wir haben hier so auch aus Jade ein Produkt, womit man sich ja die Haut so ein bisschen massieren kann, Serien einarbeiten kann. Es hat so eine Fischform, soll dadurch gut in der Hand auch liegen und dann streift man halt zum Beispiel von hier vorne nach hier hinten und tut so den Lymphfluss anregen. Ich habe bisher nur diese Jade-Roller in Verwendung und im Gebrauch. Ich hatte auch mal so ein Herz, ich weiß aber nicht mehr, von welcher Firma das war. Das hatte ich dann weiter verschenkt. Und das ist jetzt nochmal eine schöne Ergänzung zu dem Jade-Roller, den ich habe. Deswegen gefällt mir das auch sehr. Hier ist noch ein Zettel mit drin, den hole ich hier auch mal mit raus. Mal gucken, ob da noch irgendwas mit drauf steht. Das Teil hier nennt sich Mind Gua Sha. Klingt sehr spannend. Und dann steht hier auch nochmal die Beschreibung, wie man das anwenden soll, was es bewirken soll. Es soll zum Beispiel auch Falten und Linien aus oder weichen machen und ausblenden und geschwollene Augenpartien abschwellen lassen. Man kann sich das zum Beispiel auch in den Kühlschrank packen, dann hat es nochmal einen stärkeren Effekt. Ich finde das sehr schön. Die 21 ist wieder richtig groß. Und wir haben auch ein echt großes Produkt drin. Und das ist wieder ein dekoratives Schätzchen von der Marke Effekt. Ein loses Puder. Skin Luminizer Pearl Powder. Das wird also nicht matt aussehen dann hinterher, sondern so einen schönen pearligen Schein haben die Haut. 10 Gramm Produkt haben wir hier drin. Und ja, bei Puder ist es immer schwer, was zu swatchen. Aber ich werde es gerne mal versuchen. Mal gucken, wie stark der Perlglanz ist. Das ist hier noch so verklebt, man schraubt es auf und dann sieht man hier, dass es so einen Riegel hat, womit man das auf und zudrehen kann. Das finde ich immer besonders praktisch. Es fühlt sich sehr seidig an, das kann ich sagen. Und ja, es hat nicht so einen mattierenden Effekt, sondern so wie ich vermutet habe, sieht die Haut ausgeblendet, ausgesoftet aus, so ein bisschen weich gezeichnet. Das wollte ich sagen. Mir fiel das Wort nicht ein. Das gefällt mir. Ich werde es ausprobieren und dann vielleicht auch gerne mal zusammen mit euch in einem Schminkvideo. Hier haben wir die letzte Schachtel aus der obersten Schublade, hier aus der schmalen. Und da haben wir auch eine schmale Tube drin von Balance Me, die Wonder Eye Cream mit 15 Millilitern. Auch das ist eine sehr tolle Marke, hochwertige Marke, die richtig gut sein soll.
Und diese Augencreme habe ich aber, glaube ich, auch schon einmal bei mir im Backup. Wenn dem so sein soll, werde ich das hier mal weitergeben. Da fällt mir auch schon niemand ein, für den ich einen Adventskalender packe. Diese Award-Gewinner kühlende Gelcreme soll straffen und glätten. Sie enthält Aloe Vera und Hyaluronsäure und soll außerdem auch so dunkle Augenschatten aufhellen. Ein ziemlich vielseitiges Produkt und genau das sind auch so die Effekte, die ich mir persönlich bei einer Augencreme wünsche. Ein sehr schönes Produkt, aber ich glaube, ich habe sie schon da. Ich muss da später mal nachschauen. Die vorletzte Schachtel insgesamt haben wir hier und die ist auch wieder sehr schwer. Und es leuchtet mich etwas Grünes an. Ein Nagellack von Nails Inc. Hier haben wir einen Basecoat. Okay, ein Basecoat in so einer grünlichen Farbe habe ich auch noch nicht gehabt. Ich mag die Nail Ink Nagellacke total, habe aber bisher nur Farblacke gehabt und die kosten so um die 15 Euro, also auch ein enormer Wert. Ja, insgesamt schön, weil damit kann jeder wann was anfangen. Man tut sich hier nicht mit einer Farbe irgendwie ins Fettnäpfchen treten, wenn man sowas in den Kalender packt. Kann man gut gebrauchen und mal schauen, ob ich das für mich behalte oder weitergebe. 14 Milliliter sind hier enthalten. Das letzte Türchen im Kalender, die Nummer 24, ist sehr schwer und wir haben hier eine Tube, die ich leider schon da habe. Aber egal, es ist eine tolle Marke, nämlich wieder Mikura mit dem Schmetterling. Hier haben wir das 2-in-1 Body Scrub, also haben wir jetzt auch noch ein Körperpeeling zu den beiden Gesichtspeeling. Ja, total schön für alle Hauttypen geeignet und man sieht hier richtig die Peeling-Körnchen auch. Ein Körperpeeling gehört für mich auch mit zur Routine dazu und dieses Produkt hier enthält 150 Milliliter. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es noch vor mir. Ich finde es schön, dass es im Kalender ist. Es ist nochmal ein schöner runder Abschluss zu den ganzen anderen Produkten, die wir hier so im Kalender vertreten hatten. Und ich glaube, ich mache auch gleich einmal direkt weiter mit meinem Fazit. Angefangen vom Design des Kalenders, diese Schubladenoptik ist mega, den kann ich super weiterverwenden, bis hin zu den Marken und auch der Produktvielfalt finde ich den Kalender sehr gelungen. Wir haben ein schönes, ausgewogenes Verhältnis zwischen pflegender Kosmetik, dekorativer Kosmetik. Wir hatten Tools mit dabei, wie diesen Pinsel zum Beispiel. Wir haben ein Haaraccessoire, wir haben Socken. Es ist wirklich sehr vielseitig. Das Einzige, was ich an Vielseitigkeit abziehen muss, an Pünktchen, also ein kleines Mini-Pünktchen, ist diese Doppelung bei dem Gesichtspeeling. Aber es sind beides tolle Marken und das hier riecht wirklich sehr, sehr lecker. Und La Rosé ist auch eine tolle Marke. Von daher ist es in Ordnung für mich und ich wette auch, dass wir locker auf den Gesamtwert kommen, denn allein mein absolutes Mega-Highlight in dem Kalender, die Creme hier von Avon, die kostet schon über 100 Euro. Ich weiß, dass auch Fix & Rouge mega teuer ist, da haben wir das Serum drin gehabt. Ich weiß auch, dass E-Cooking mega teuer ist, auch so ein Highlight dieser Multibalm. Ich freue mich drauf, den auszutesten. Auch dieser Lippenstift wirkt sehr hochwertig. Ich habe keine Idee, was der für einen Wert haben wird. Aber ich glaube, wir werden den Wert echt gut erreichen können. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Wert zu diesem Produkt hier herausfinden werde, zu diesem Parfüm-Diffuser, was ja ein Eigenprodukt von der Goodiebox ist. Und dann hatten wir da noch ein Produkt, wo ich mir nicht so sicher bin. Die Haarklammer war es, genau. Ich werde euch aber dennoch mal hier einen Circa-Wert einblenden. Mal schauen, wie hoch der ausfallen wird. Ich bin wirklich mega happy, weiß jetzt schon, dass wenn die Goodiebox im nächsten Jahr wieder einen Kalender herausbringen wird, dass ich ihn mir definitiv auch wieder kaufen werde. Der Kalender gehört zu meinen Favoriten in diesem Jahr, neben diversen anderen. Ich bin wirklich sehr happy. Mir gefällt's und ihr dürft jetzt bitte nicht meine Verlosung vergessen. Ihr könnt einen kompletten Goodiebox-Adventskalender gewinnen. Alles dazu habe ich euch ja schon am Anfang des Videos erzählt. Und falls ihr es vergessen habt, schaut einfach nochmal in die Infobox vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr teilnehmt, denn auch nur so kann ich an euch Danke sagen. Danke fürs Zuschauen, Einschalten, Liken, Kommentieren, was auch immer. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch und möchte mich jetzt mit diesen Worten auch bei euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat mein Unboxing gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.